Saisondebüt für Steven Zellner beim Saarbrücker Gastspiel in Osnabrück. Nach 8 Monaten Verletzungspause stand er gleich in der Startelf. Leider Geisterspiel an der Bremer Brücke. Osnabrück eigentlich mit dem besseren Auftakt, aber die erste Chance gehörte den Gästen aus Saarbrücken. Konkret Grimaldi, der Mittelstürmer, mit einer guten Reaktion. Aber Torwart Philipp Kühn war da und hielt. Dann ein klasse Angriff nach einer guten Viertelstunde von den Gastgebern. Köhler auf Kleinhansel. Kleinhansel tippt durch zu Kunze. Kunze, da ist Hiegel. Er setzt nach, legt quer. Bertram, 1-0 für den VfL in der 16. Minute. Der verdiente Lohn für eine gute Anfangsphase der Gastgeber. Bertram mit der Führung sein zweites Saisontor. Klasse Start also für den VfL ins neue Kalenderjahr. Aber dann kippte das Spiel Richtung Saarbrücken und zwar sehr eindeutig. Die Gäste präsenter und mit guten Chancen. Fehler, Trapp, da ist Jänicke und Jänicke scheitert an Philipp Pippo Kühn in der 41. Minute. Musste das eigentlich der Ausgleich sein? Fahrlässig hier der Fehler von Trapp und dann Jänicke macht eigentlich alles richtig, spritzig gut dazwischen und dann blieb Kühn lange groß stehen und verhinderte den Ausgleich. Nur eine Minute später wieder die Gäste, jetzt mit Ernst und da ist wieder Jänicke und jetzt war es eine noch größere Chance. 42. Minute, den musste er doch machen und das ist ja ein klasse Offensivmann, der weiß ja eigentlich wie es geht, aber hier scheiterte er völlig freistehend am überragenden Osnabrücker Torhüter Philipp Kühn. Halbzeit 1-0, eine Handvoll Mitarbeiter durften dabei sein. Ja, und aus Osnabrücker Sicht die Führung schmeichelhaft nach der Doppelchance von Jänicke. Zweite Hälfte, Hiegel, Ball abgefälscht und Batz war gerade noch dran in der 55. Minute. Jetzt die Osnabrücker wieder besser im Spiel. Aber dann nach einer guten Stunde. Die Saarbrücker, sie wussten, wir müssen was tun. Sonst gibt es 0 Punkte gegen den VfL. Und dann Kerber mit dem Abschluss. Taffertshofer fährt die Hände aus. Für mich ein klarer Handelfmeter, den es aber nicht gab. Dann Konterspiel der Osnabrücker über Köhler. Da ist der eingewechselte Klaas und abgefälscht strudelt die Kugel rein zum 2-0 in der 84. Minute. Jakobs Fehlpass vorne am anderen Strafraum war der Impuls zu diesem Tor. Und dann schalteten sie um über Klaas, über Köhler und der spielte wieder zu Klaas. Der wird im Sommer gehen, kam heute nur von der Bank und traf als Joker zum 2-0. Spiel entschieden, dachten alle, aber dann diese Freistoß, der zweite Ball für Steinkötter und Tor. Da waren sie wieder in der 87. Minute. Dann plötzlich doch der Anschlusstreffer für Saarbrücken. Geht da doch noch was? Sie warfen noch mal alles rein. Und nur ein paar Sekunden nach Wiederanpfiff hatten sie die Riesenchance zum Ausgleich. Zeit holt den Ball. Und dann ist Joker Guras gerade ins Spiel gekommen da und vergibt diese große Chance zum Ausgleich. Guras vergab und damit blieb es am Ende beim 2-1. Ja, war auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Gerade hinten raus musste man noch die ein oder andere Situation wegverteidigen. Ja, insgesamt zählen einfach nur die 3 Punkte. Das wollten wir unbedingt schaffen heute im Heimspiel, im ersten Heimspiel im neuen Jahr. Und da sind wir sehr glücklich drüber erstmal. Und so ist manchmal der Fußball. Dann bekommt man so, ich sag mal, 2 Eiertore. Und ja, dann machen wir noch einen Anschlusstreffer, haben dann noch die Möglichkeit, Ausgleich zu machen. Und das haben wir leider nicht geschafft und gehen dann mit 0 Punkte nach Hause. Saarbrücken kann einfach gegen Osnabrück nicht gewinnen. 8 Spiele, kein Sieg. Im 4. Gastspiel an der Bremer Brücke gab es für den FCS die 4. Niederlage. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.